Nun gut, dann machen wir doch nochmal weiter hier. Und ja, kämpfen wir uns jetzt mal durch diese ganzen Gegenstände hier durch. Was hast du hier noch? Ist mir unbekannt. Schäbig. Ich habe keinen Platz mehr. Ich habe keinen Platz mehr. Na gut, machen wir es doch erstmal so. Und gehen jetzt mal nach Alva. Weil dort natürlich die verschiedenen Händler alle nebeneinander sind. Das ist einfach am einfachsten dort zu verkaufen. Ja, genau. Wir wollen erstmal Waffen machen. Wir führen nur das Beste. Kann weg. Schäbig. Das kann weg. Ich bin mir nicht sicher. Ist mir unbekannt. Kann weg. Na, zeig mal her. Templarschwert. Also selbst wenn das magisch ist, kann das weg. Erzengel Breitschwert. Plus 12 ist, denke ich, auch nicht so gut wie das plus 13, was wir jetzt schon haben. Also weg damit. Okay. Ich bin mir nicht sicher. Krummsäbel der Gifte. Ja. Ist ja, denke ich, auch zu schwach. Noch mehr Waffen? Nö. Dann schauen wir uns doch als nächstes mal die Magie an. Ich bin mir nicht sicher. Ach, das kann ja alles weg. Sternenfeuer. Also er hat ja halt ein paar von diesen sehr starken Zaubern. Was ist das eigentlich? Todesblüte. Erdmagie, ist das jetzt Meister oder Großmeister? Das könnte Großmeister sein, dieses Buch. Diesen Zauber kann ich nicht lernen. Also sie müsste halt erstmal Meister werden. Was sie jetzt könnte, und dann könnte man das nochmal probieren, ob sie das lernen kann, aber das könnte durchaus auch der Großmeisterspruch sein. Bin ich mir jetzt nicht mehr ganz sicher, wie es optisch aussah. Tränke wollen wir nicht. Ja, wollen wir hier rüber. Wir führen Raritäten aus dem ganzen Land. Ist mir unbekannt. Einfach nur 17 Trefferpunkte. Wahrscheinlich ein bisschen Schmach. Ist mir unbekannt. Leuchtfeuer, das kann natürlich mal praktisch sein. Wobei er kann jetzt ja theoretisch auch Großmeister des Wassers werden. Nochmal Leuchtfeuer, okay. Ist mir unbekannt. Gegenstand identifizieren plus 11. Also könnte man jetzt ihr geben, ausrüsten. Man könnte sie vielleicht noch mal ein, zwei Dinge mehr identifizieren. Weil wir haben wirklich nur gerade mal die Expertenstufe. Also ich gehe mal davon aus, dass man da wahrscheinlich noch wesentlich mehr bräuchte, damit sich das lohnt. Ja, nur zum Spaß. War mir ein Wie passend. Ja. Schäbig. Ja, doch gar nicht mal so schlecht. Du hast schon ein 19er Schild und du hast einen 12er Schild ohne alles. Okay. Okay, Glück minus 15 und Persönlichkeit minus 15 ist nicht so gut für dich, aber ja, dann nimm halt diesen 18er. Das kann ich nicht tragen. Dann nimm halt mal den. Genauigkeit plus 6. Einfach ein normaler Handschuh und alles.
schäbig. Halbiert Schaden durch Fernkampfangriffe. Ja, warum denn nicht? Blub. Also ich denke mal, da werden wir auch noch alle mögliche an Ringen und so, was wir haben, noch mit einfach reinlegen, die irgendwas halbwegs Sinnvolles tun, weil ich denke mal, das lohnt sich einfach, da das bisschen Geld noch auszugeben. Sternenfeuer. Naja, behalt's halt mal. Den Rest können wir ja, denke ich, mal verkaufen. Also behalten wir mal den identifizierenden Gürtel. Das ist ja gar nicht mal ist so schlecht. Mir unbekannt. Ach, habe ich wohl übersehen? Hm. Macht nichts. Okay. Wir führen Raritäten aus dem ganzen Land. Ja, doch noch ein bisschen Geld gemacht, ja. Ja, ein einziges Horn haben wir von denen gefunden. Also besonders viele haben die nicht abgeworfen. Na gut. Halt. Es war mir ein Vergnügen. So, jetzt nochmal Rüstungen. Wie kann ich euch heute helfen? 14.000. Also ja, man hätte es ihnen vielleicht sogar geben können. Oder vielleicht sogar ihn. Was macht einer noch? Wasserresistenz plus 16 ist jetzt eigentlich auch nicht so extrem gut. Ja, hätte man etwas weniger Rüstungsklasse hinnehmen können und dafür vielleicht diesen erhöhen. Naja. Ach nein, du kannst erst Erdemeister werden, nachdem du aufgestiegen bist. Okay, da macht das Sinn, dass wir es noch nicht gemacht haben. Okay. Was war nochmal grün? Ausdauer. Du brauchst Ausdauer. Nicht, ob hier sonst noch irgendwelche Fässer übrig sind. Aber ich denke, wir haben ja teilweise die schon mal aufgelesen hier. Wir müssen jetzt, denke ich, zu Fuß reisen. Nach diesem Murmelwald hier. Und sollten vorher natürlich nochmal in der Bank unser Geld abgeben. Die wo war? Ja, oder? Haus der Heilung. Also neben der Kirche ist meistens die Bank. Schönen Tag noch. 13 Gold können wir auch behalten. Hufeisen haben wir, denke ich, schon beim zweiten Mal aufgehoben. Okay. Gut, so jetzt passt's für den Hauptsafe. Und dann wollen wir doch hier mal weiterziehen. Also wäre jetzt natürlich nochmal interessant herauszufinden, wie man sich dort mit diesen Lichtelementaren anlegt. Also Feuer war, denke ich, nicht so extrem effektiv. Also wir hätten natürlich theoretisch hier Meteorregen oder sowas machen können, aber ich denke, das hat die nicht so sehr beeindruckt. Sobald die wahrscheinlich auch relativ schwer damit zu treffen sind. Ach, apropos. Also du kannst, denke ich, jetzt hier auch ruhig zaubern, weil wenn wir dann zwischen den Gebieten reisen, verbrauchen wir ja mehrere Tage und ich denke, die werden dann auch voll geheilt. Noch mehr Ogerohren.
Es ist natürlich die Frage, kann man eigentlich dann diese Quest, alle Oger zu besiegen, nochmal machen? Aber wahrscheinlich nicht. Armes Ding. Okay, Jungs, dann. Das ist, denke ich mal, kein Fehler, das zu casten. Also meine Überlegung war ja vielleicht auch schon einfach drüber zu fliegen, aber mit ihren fernen Kampfangriffen greifen sie uns da natürlich trotzdem an. Na komm. Ich erkenne es nicht wieder. Basilisk klingt auch nicht so ganz ungefährlich. Ich erkenne es nicht wieder. Gut gemacht. Ja, ist jetzt wahrscheinlich schlecht positioniert, ja. Gar nicht mal so schlecht. Wer weiß. Könnte für dich jetzt als Quickspell Sinn machen. Wir haben jetzt hier Wasser. Keine Ahnung, ob es überhaupt beeindruckt. Ah, ich denke mal, wir kommen hier durch die durch. Also ja, es ist auf jeden Fall wesentlich besser. Wir haben natürlich jetzt auch einiges mehr an Leveln und so weiter. Wenn wir es sogar mit Pfeil und Bogen schon schaffen, dann. Großartig! Einer weniger. Ja, es sieht doch gut aus. Also bei Basilisk würde ich ja mal vermuten, dass sie uns wahrscheinlich auch versteinern können. Wir hätten die Möglichkeit, das natürlich wieder aufzuheben durch unsere Dunkelelfin. Allerdings halt auch nur durch sie. Das heißt, wenn es sie selber trifft, ist es natürlich ein bisschen schade. Also ich denke, wir haben noch ein, zwei Schriftrollen dagegen oder so, aber das wäre ja gut, wenn wir die jetzt nicht unbedingt hier verbrauchen. Ein Druidenzirkel. Aber ein Temp-Safe. Ist das also tatsächlich wie bei diesen noch älteren Spielen hier, wo es mit diesen verschiedenen Jahreszeiten und solches Gedöns gab? Druidenzirkel betreten. Da schreibe ich mir mal hin. Was sagen wir, decken erstmal die Map hier auf. Mir ist jetzt nicht direkt bewusst, dass wir hier jetzt etwas suchen. Was haben die Druiden damals gemacht? Ich denke, die haben wenn man dort diese verschiedenen Jahreszeiten durchgemacht hat, am Ende wieder so einen Verjüngungszauber oder irgend sowas gegeben. Der, denke ich, zumindest das magische Altern zurückgenommen hat. Also denke ich, bei den älteren Spielen sogar noch bösartigere Effekte hatte als hier. Also wenn wir jetzt unseren einen Helden hier, der durch sein Alter ein bisschen paar Attribute weniger gut, also durch den Tag der Götter sehen wir es jetzt nicht, hat. Ja, das ist jetzt nicht so extrem viel und der ist ja auch schon, wie alt? 55, also ich denke, da war man bei den alten Spielen schon Gefahr gelaufen, bald zu sterben. Wo geht's eigentlich hin, wenn man hier nach Norden raus will?
Okay, zurück nach Alva, aber dauert 10 Tage. Na gut, das ist natürlich Quatsch. Wettbewerb der Schnelligkeit. Ihr gewinnt 5 Fertigkeitspunkte. Echt? Aber wahrscheinlich dann nicht nochmal. Von unser Lich hier nicht umfällt. Nö. Vielleicht ist das nur einmalig. Oder das geht immer auf irgendjemand anderen. Schnelligkeit 77. Also werden wir offensichtlich mal welche dazu bekommen. Ja, so wird es wohl wahrscheinlich jetzt so bleiben. Okay, viel Gold geben die hier nicht. Aber macht ja auch nichts. In Gold haben wir schon einen relativ großen Vorrat. Ich weiß nicht, ob das so krass ist wie bei den früheren Spielen, wo man dann irgendwann zwar noch genügend Erfahrung fürs Level-Up bekommt, aber nicht mehr das bezahlen kann. Allerdings hat man hier ja, denke ich mal, zumindest die Möglichkeit, da die Gegner wieder respawnen und so weiter, wahrscheinlich auch durchaus noch mehr Geld zu machen. Beziehungsweise man kann ja diese komischen Handelswaren kaufen und verkaufen. Und damit ja jedes Mal einen Gewinn machen. Ich erkenne es nicht. Von daher hat man ja noch die Möglichkeit. Also wir gehen erstmal hier oben rum. Okay, hier hat man mal einen Baum abgeholzt. Also einen, wahrscheinlich ein ganzes Waldgebiet. Ah. Was sind das dann für eine Ebene? Des Holzes? Oder der Luft? Ebene der Luft. Okay, gleich mal hinschreiben. Und ja, die brauchen wir, müssen wir dann auf jeden Fall auch noch betreten. Damit wir eben diese Großmeister-Zauber da lernen können. Hey! Halt. Moment. Wir haben es geschafft! Jetzt kommen auch noch Einhörner. Nochmal, dann lassen wir halt nochmal regnen. Hey! Großartig! Wo ist es denn?
Ah, ganz schön viele auf einmal. Hier gibt Amulette, okay. Ein unwürdiger Gegner. Okay, also man kann sich ja durchaus durch die durchkämpfen. So, Segen war schon wieder weg. Ah, okay, die geben natürlich auch Einhörner-Hörner. Okay, mal kurzer taktischer Rückzug. Okay, aber grundlegend denke ich mal, sollten wir da durchkommen. Jedenfalls schon einiges hier weggefegt. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, wann du fort bist. Also seit der Pause haben wir jetzt lediglich unser Inventar aussortiert. Hey, du kannst außerhalb des spielbaren Bereichs leben, ist ja gemein. Und diesen riesigen Sarkophag eben abgegeben. Ach, die Pause hast du schon verpasst, okay. Ja gut, in der Pause gab es jetzt ja, natürlich nur eine Pause. Also wir waren ja in diesen Dungeon drin mit von diesen Feuerelementaren und so weiter. Und dort haben wir ja diesen riesigen Sarkophag gefunden. Den haben wir halt abgegeben. Und achso, nee, das hat es ja noch... Und somit haben wir quasi noch diese Vampir-Klassen-Quest abgeschlossen. Auch wenn wir keine Vampire dabei haben, aber nun gut. Das sind verdammt viele von denen. Jetzt haben wir einen falschen geheilt. Es geschafft. Obelisk. Schienentwee.
lassen es einfach mal regnen hier. Gut gemacht. Oh, das ist dann, Okay, Härtenführer. Diese Kreatur ist mir nicht bekannt. Er hat natürlich mal viel HP. Ja, einfach Dunkelschloss halt. Diese Kreatur ist mir nicht bekannt. Wir haben es geschafft. Wir haben noch ein Ohr und ein Horn. Aber wenn die lauter Ringe geben, ist natürlich gar nicht mal so schlecht. Da könnte sicherlich mal was Nützliches dabei sein. Ja, also als Benennung fand ich es so gar nicht so schlecht, weil es soll natürlich zum einen ein bisschen kryptisch sein. Ich sag mal, für mich macht das eigentlich irgendwie auch Sinn. Ich sag mal, so einen Titel oder sowas zu haben, anstatt jetzt einfach einen normalen Namen, das. Einer weniger. Würde für mich jetzt nicht unbedingt Sinn machen. Das hat so, ich sag mal, hat so ein bisschen was Black Metal-mäßiges. Da heißen die Künstler ja auch nicht mit ihren normalen Namen, sondern geben sich halt irgendwelche Titel da. Künstlernamen könnte man sagen. Wo sind jetzt diese Truhen hin? Das ist ein ganz einfacher Plattenpanzer, das ist ja Quatsch. Aber jede Menge Ringe. Und was ist das hier? Achso, das war dieser Obelisk, okay. So, du kannst mal deine Disarm Boots anziehen. So, auf jeden Fall mal ein bisschen Geld drin hier. Ich bin mir nicht sicher. Ist mir unbekannt. Ist mir unbekannt. Schäbig. Ich bin mir nicht sicher. Ist mir unbekannt. Ist mir unbekannt. Und nachdem du es entschärft hast, kannst du natürlich deinen Identifizierungsgürtel anlegen. Na, wahrscheinlich auch beides gleichzeitig. Macht gar nichts. Erdresistenz. Ah, es hätte ja mal Feuerresistenz sein können. Ist mir unbekannt. Schäbig. 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 Glück plus 7. Das können wir ja mal zum Verkaufen mitnehmen. Entschärfen plus 10, das ist schlechter als das, was wir haben. Ich bin mir nicht sicher. So, leg auch nochmal das hier an. Schäbig. Schutz gegen Magie.
Das kann ich nicht tragen. Bah, ist mir unbekannt. Schäbig. Das wäre geil. Ja. Das ist noch ein bisschen was wert. Na, Trank wegen mir auch. Schäbig. Okay. Schäbig. Schäbig. Plus 5 auf Schnelligkeit und Genauigkeit. Das nehmen wir mal mit. Schäbig. 2000. Schäbig. 20 Luftresistenz und Schild. Schäbig. Okay, das macht nichts. Ich hoffe mal, dass das Ding jetzt nicht überladen ist. Intellekt nicht plus 10. Ich gehe mal davon aus, du hast schon so viel, dass das irgendwie ein, zwei Magiepunkte ausmacht. Also nimm ruhig mal das Ding. Und dann kann das ja weg. Davon brauchen wir mehr. Okay, dann haben wir schon mal herausgefunden, dass das Schutz vor Magie. Ist die Frage, ob das hier auch noch mit dabei ist. Weil Körper und Geist haben wir ja. Ach so, also Schutz vor diesen negativen Effekten. Ah. Und bei Großmeister schützt er auch gegen Tod und Auslöschung. Also ich gehe mal davon aus, als magischen Effekt nicht, wenn man alle HP rausgeprügelt bekommt, das wäre ein bisschen zu stark. So. Ja, dann mal irgendwie Richtung Süden weiter hier. Mehr Einhörner jagen. Oder Lichtelementare. Also diesen Druidenzirkel haben wir schon mal gefunden. Da könnten wir auf jeden Fall mal reingehen. Segen ist schon wieder alle. Jetzt natürlich die Frage, wie stark der Heldentumzauber ist, verglichen zu unserem eigenen. Ich habe es geschafft. Moment, bitte. Ah, hier bist du. Denn hier drüben? Das ist, denke ich, wahrscheinlich unser größter Glücksstream, den wir seit langem haben. Eine uralte Trolllandschaft. Ich habe es geschafft.
Also gehen wir mal davon aus, dass dort das alte Heimatland der Trolle sein wird. Das ist doch auf jeden Fall schon mal sehr schön. Ich weiß nicht, ob wir das auch dann freikämpfen müssen. Also es hieß ja nur, finde das. Vielleicht müssen wir wirklich tatsächlich einfach nur mal reingehen. So, da vorne sind noch mal ein paar Gegner. Hey, Hufeisen. Also es gab ja hier, denke ich, keine Kutsche. Aber Hufeisen nehmen wir natürlich gerne mit. Okay, das muss ein größeres Elementar gewesen sein. Selber. Das ist auch nur eine Reagenz, okay. Müssen wir das auch nicht aufheben. Ich habe es geschafft. Na gut, kriegen wir sicherlich auch noch ein paar Erfahrungspunkte, wenn wir die ganzen Jungs hier mal zusammenhauen. Wir bleiben erstmal auf der oberen Hälfte hier. Ich weiß noch nicht, was diese Statuen machen. Moment, du bist doch noch da. Jetzt nicht mehr. HP sehen wir alle noch ganz gut aus. Hey. Man sollte halt nicht aus jedem Brunnen einfach so trinken. Das kennt man ja. Da haben schon Ewigkeiten nicht mehr gespeichert. Machen wir mal so ein Temp-Save, aber ich denke, wir sollten eigentlich relativ safe hier sein. So langsam gehen nur zwar die Zauberpunkte aus, aber. Dann müssen wir halt einfach mal rasten.
okay, okay. Ja, so langsam kriegen wir die hier hin. Das heißt, jetzt könnte vielleicht der Zeitpunkt gekommen sein, wo man mal rastet. Wir sind theoretisch im grünen Bereich. Jetzt sind natürlich unsere Buffs weg. So, Tag der Götter. Segen und Heldentum und dann haben wir es. Ja. Na kommt. Was? Also bist jetzt gerade auf Arbeit? Ah, okay. Gut gemacht. Unwürdiger Geh. So, noch mehr. Was ist gut denn hier? Des Feuerrings. Ah, okay. Ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. Das muss doch mal regnen. Auch schon verdammt viele. Okay, dann mal schnell fort. Das sind sehr viele Einhörner auf einmal. So, so langsam dürfte es ja immer weniger werden. Ach na, die sind wieder außerhalb der Karte. Das sind natürlich die Herdenführer, die sind natürlich die allerstärksten, die sind natürlich außerhalb der Reichweite. Ach ja.
Ach so. Also auch noch mal bergig. Ach so, da geht's ja, denke ich, nach dieses Felswüstenland, wie es heißt. Schäbig. Die ganzen Ringe und Amulette gefallen mir auf jeden Fall schon. Die letzten da hinten würde ich jetzt einfach mal weglassen. Ich denke, dass die da außerhalb der Karte sind. Ich denke, das bringt uns nicht wirklich was, uns da mit denen herumzuschlagen. Na, decken wir mal noch das hier hinten auf. Und dann wäre es ja schön, wenn wir heute gleich noch diese Trollquest abschließen könnten. Was war denn lila? Schnelligkeit. Habt ihr beide 29? Na, nimm du das halt mal. Rote Stärke, das kann jetzt mal der Priester haben. Dann kriegst du nochmal Schnelligkeit. Was? Nö, das ist ja... Okay, das war's wohl so ziemlich hier. Dann sind wir wohl auch hier ganz außen. Genau, dann gehen wir doch mal in dieses Trollgebiet. Ach, das ist nochmal Fackellicht. Gehen wir, ich gebe euch Rückendeckung. Zeig, was da schon wieder alles ist. Mal jede Menge Elementare her. Ja. Moment, wo geht's denn da lang? Ah, hier. Ja, wir gehen erstmal hier im Zentrum lang.
woher soll ich das wissen? Okay, also es sind auf jeden Fall schon mal, weiß nicht, was das jetzt wäre, sind irgendwelche alten Grabstätten oder sowas. Gleich ein paar gar. Vielleicht war da sehr viel. Na komm. Okay, du hast noch deine Disarm- und Identifizierausrüstung an. Schäbig. Schäbig. Da ist wirklich nichts Gutes drin. Schäbig. Geht's auch noch lang. Ja, ich sag mal so, ist halt auch keine Gothic-Sprachausgabe. War natürlich schon gut für die damalige Zeit. Also es war halt auch ein deutsches Spiel. Schäbig. Gegenstände identifizieren plus 12. Wahrscheinlich sogar besser als mein Gürtel. Schäbig. Schrapnell. Schäbig. Essenz der Ausdauer. Brauchen wir eigentlich auch nicht, aber kann man verkaufen. Okay, nichts anderes drin. Was, nur eine Truhe hier? Okay. Ja, dann mach mal das Ding hier doch mal leer. Es scheint ja nicht so groß zu sein. Ich erkenne es nicht. Ich habe es geschafft. Waffenöl der Flammen. Achso, ist aber auch nur wie so ein Zauber. Okay. Entschärfen plus 8. Ja. Wir nehmen es mal mit. Okay, das ist halt ein mehr identifizieren. Als der Gürtel. Und wir wissen ja, dass das nicht stackt, sondern man nur eins von beiden haben kann. Also nehmen wir halt mal das mit. Und Fallen entschärfen. Haben wir schon plus 11. Okay. Also ist das mal unsere Entschärfe- und Identifizierausrüstung. Ja, das heißt, ja, unfassbar. Wir haben heute wahrscheinlich dann 3 dieser Klassenquests abgeschlossen. Sucht den Skelettumwandler in der Gilde der Nekromanten.
Sucht Kauri Blackthorn. Vielleicht ist der ja bei den Druiden. Also die Allianz können wir uns raussuchen. Ich denke mal, Nekromanten können wir uns wahrscheinlich schon anschließen, nachdem wir dort die zweiten Beisache heute abgegeben haben. Sucht das Heimatland der Trolle. Das haben wir jetzt, denke ich, gefunden. Töte alle Drachenjäger. Habe ich nicht unbedingt Lust dazu. Sucht die Prophezeiung der Sonne im verlassenen Tempel. Wir wissen nicht, wo der ist. Und die Insel Regner haben wir noch nicht gefunden. Schild Eclipse, wissen wir nicht, wo das ist. Vielleicht ist das ja bei den Druiden. Und ja, Feuerresistenztränke haben wir einfach keine. Nun gut. Was ist schneller? Schattensumpf oder Rabenbucht? Aber Schattensumpf. Schäbig. Ja, nicht besonders gut ist dabei hier. Das heißt aber, dass wir dann noch mal reisen müssen. Und zwar Richtung Norden. Da fliegen wir doch mal los, ja. Da liegen irgendwie noch ein paar Leichen rum, die man plündern könnte, aber naja. Sind jetzt natürlich ungebufft, also lassen wir das mal lieber. Von hier aus dürfte es ja nicht so weit sein. Müssen wir halt einfach mal hinlaufen. Schauen wir, ob wir irgendwo noch ein paar Zyklopen treffen. Ja, die meisten haben wir ja niedergehauen, also das war wahrscheinlich schon nach dem Respawn dann. Achso, dann wollen wir uns aber vorher mal ansehen. Wir haben jetzt... ...440 HP. Wie viel kriegen wir denn, wenn wir aufgestiegen sind? Weilbeid, ach, das war der andere. Also irgendwo hier in der Nähe war die Quest. Uralte Behausung gefunden. Genau. Habt ihr unsere alte Heimat gefunden? Sie liegt im Westen des Wurmelwaldes? Dies sind wahrlich großartige Neuigkeiten. Vielleicht haben wir noch genug Zeit und unser ganzes Volk kann dorthin ziehen. Leider muss die Gefahr durch die Elemente zuerst beseitigt werden. Oder kein Wesen wird je sicher sein. Alle Trolle unter euch werden zum Kriegstroll ernannt. Und ihre Namen werden für immer in unseren Liedern weiterleben. Ich werde euch meine restlichen Fähigkeiten beibringen. Vielleicht reicht dies, um euch bei der Rettung von ganz Yadame zu helfen. Na gut. Uiuiui, 230 HP mehr, also 237. Und jetzt könnten wir ja auch Großmeister des Bodybuildings werden. Müsste ich nochmal nachlesen, wo das war. Ist jetzt so ein bisschen die Sache, aber kriegen wir ja bestimmt beim nächsten Mal dann raus.
Ja, das heißt, unser Questlog hat sich auch wieder ein bisschen verkürzt. Sehr schön. Hey, wir haben einen Gast. Der Dialekt ist auch immer noch genial. Gute Nacht. Okay, dann ja, können wir auch nochmal unseren Hauptsave machen. Und dann würde ich mal sagen, haben wir für heute eigentlich ziemlich viel erreicht. Na, haben wir auch ein ganzes Stückchen gespielt. Ja, 3 von diesen Klassenquests, wenn ich mich jetzt recht erinnere, abgeschlossen. Und ja, vielleicht auch zumindest auch noch ein weiteres Dungeon gefunden, was wir jetzt erkunden können. Diesen Druidenzirkel, vielleicht gibt es da ja irgendwas. Vielleicht kriegen wir dann noch diese Dunkelelfen-Klassenerhöhung raus. Und ja, was wir dann natürlich bei den Nekromanten noch holen müssen von diesen heiligen Boys hier aus. Das muss ich mir halt nochmal, das werden wir uns ja beim nächsten Mal nochmal ansehen, ob wir da irgendwas herausfinden. Nun gut, ansonsten würde ich aber erstmal sagen, für heute wäre es das dann erstmal soweit gewesen. Ja, bin ich doch eigentlich ganz zufrieden, wie es so gelaufen ist. Ja, also von daher würde ich erstmal so weiter sagen. Bis dann.